Alter, was geht ab, Leute? Hier. Ich teste jetzt einen Döner und einen Bubble Tea. Das Besondere ist, das ist ein Dönerladen, der Bubble Tea anbietet. So, schaut's, Leute, Bubble Tea. In dem Dönerladen. Döner. Bubble Tea. Klein, so klein wie geht. Jetzt. 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 Kiwi. Kiwi Tee. Bitter. Tapioca durchgeweicht. Katastrophal. Jasmin Milk Tea. Tomaten sind auch nicht so geil. Mhm. Das ist ein bisschen mehlig. Ja. Oh. Katastrophe! Das waren, glaube ich, die zwei schlechtesten Bubble Tea in meinem Leben. Der hier ist zu bitter, der andere ist zu süß. Der ist so künstlich süß, ich weiß gar nicht, was für Dinge er reingetan hat. Richtig ekelhaft. Naja, und die Perlen sind halt katastrophal. Oh mein Gott. Es ist ungewiss, ob ich ihn überhaupt austrinke. Deswegen, wenn ich immer sage, hey, ich trinke den aus, das ist schon ein Kompliment. Weil den trinke ich nicht mal aus. Mein Handy ist leider gerade... Mein Handy und meine Sinne sind gerade woanders, Leute, sorry. Auf der Karte steht selbstgemachtes Brot. Okay, merkt man. Es ist ein Bahnhofdöner. So schmeckt ein Bahnhofdöner. Ja, mehr habe ich zu dem nicht zu sagen. Das ist schon das Netteste, was ich zu dem zu sagen habe. Bahnhofdöner. Mein Blick sagt alles, Leute. Normalerweise würde ich den jetzt versuchen runterzuspülen. Das Problem ist, wir haben diesen ekligen Bubble Tea zum Runterspülen. Ich glaube, seit diesen veganen Nuggets aus Ding, Peter Panne letztes Jahr, hatte ich nichts so Schlechtes wie heute. In Kombination. Der Döner war unterirdisch und der Bubble Tea ist unterirdisch. Oh mein Gott. Hilfe, wirklich Hilfe. Trauert man den 57 hinterher. Ja. Und dafür hätte ich. Ich blende hier gleich meinen Aufpackdöner ein, den ich aus dem Edeka gekauft habe. Der kostet auch, glaube ich, 57. Andere Liga, Welten besser als das hier leider. Das ist halt so traurig, Mann. Das ist wirklich so traurig, ey. Oh mein Gott, den muss ich probieren. Ich habe das hier gefunden. Bei Edeka. Keine Werbung. Ist mir direkt ins Auge gestochen. Muss ich natürlich testen. Der Dönerback. Frisch, ohne künstliche Konservierungsstoffe. Die Dönerrevolution, ja.
Einfach 12 Minuten in den Ofen. Hat mich gekostet 6,99 €. Also das ist nicht die günstige Alternative. Er muss schon überzeugen, weil sonst kann ich mir einfach einen normalen frischen Döner holen. Kalorien. 450 Gramm auf 222 pro 100 Gramm sind... Ja, 222 mal 4,5, rechnet es euch selber aus. Ich glaube um die 1000, also genau 1000. Eiweiß 9,9 pro 100 Gramm. Kohlenhydrate 26, Digga. Mindestens haltbar bis zum 9.7., also eine Woche. Eine Woche haltbar, okay. Let's go! So sieht er aus, roh, okay. Ich habe ihn noch nicht reingesteckt, er ist ausgepackt. Fühlt sich an wie rohes Brot, was gut ist, offensichtlich. Weil das wird dann fertig gebacken. Füllung. Da kann ja kein Tomate, ich weiß nicht, Tomate vielleicht. Auf jeden Fall kein Salat drin sein, weil das wird ja schnell alt und bitter. Und wenn es erhitzt wird, ist eh komplett tot. Eigentlich bei Tomate auch. Also ich bin gespannt, was da alles drin ist. Das kommt ja zu, offensichtlich, damit man das nochmal aufbacken, transportieren kann. Da haben wir das Prachtexemplar, Leute. Lass es noch ein bisschen abkühlen und dann bin ich gespannt. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Oh, 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 oh. Er fällt auseinander hier. Oder soll es so sein? Der Deckel ist abgefallen. Ich lasse es, glaube ich, nochmal abkühlen. Er ist extrem heiß. Fleischcheck. Oh, not bad. Zart. Richtiger Dönergeschmack. Ihr kennt ja diese Tiefkühl-Dönerfleisch-Dinger, die man selber machen kann. Die haben nicht den Dönergeschmack, aber das hat Dönergeschmack. Also das ist Original Dönerfleisch. Aber wenig Gemüse halt, weil offensichtlich, wenn man es neu erwärmt. Bisschen Zwiebeln, doch ein bisschen lila ist da. Muss den falsch umessen, weil der ist ja wie eine Schüssel. Wenn ich die jetzt umdrehe, fällt alles hier raus. Not bad, what the fuck? Brot schön knusprig, warm, heiß, weich. Außen knusprig, innen noch weich. Schön dünn. Das Innere hat einen guten Geschmack tatsächlich. Also ich hatte schon schlechtere echte Döner. Viele. Oh. Relativ fresh. Okay, klar, das Brot ist anders als normal. Aber wenn du mir den geben würdest und sagen würdest, hey Junge, ich habe mir gerade Döner geholt, ich habe die ja mitgebracht, dann würde ich dir glauben. Das Innere ist überraschend fresh. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Saft ist am Start. Klar, der ist jetzt ein bisschen anders. Da sammelt sich kein Fett und keine Soße unten, dass sich schön mit dem Brot einsaugt. Weil mit dem Brot geht das gar nicht. Also kein Königsbissen. Aber Geschmack überraschend okay. Beziehungsweise gut. Und würde der 5 kosten? Ich würde sagen, kann man sich ab und zu holen. Für zu Hause. Wenn man keinen guten Dönermann in der Nachbarschaft hat. Wow. Not bad. Not bad. Gute Soße. Was mich verwundert ist, es ist nicht eingematscht. Ihr kennt das ja, ihr kauft einen Döner, bringt ihn nach Hause,
Es waren nur 10 oder 15 Minuten und innen ist schon alles eingematscht. Also dass das Innere relativ wie ein frischer Döner ist, wundert mich echt. Das kriegt mein Approval. 4,99 wäre perfekt. Egal, 6,99, aber wir müssen ja die Faktoren bedenken. Warum sollte ich den kaufen, anstatt zu meinem Dönermann zu gehen? Nicht wegen dem Preis, weil das kostet genauso viel. Nicht wegen den Werten. Geschmack ist okay. Aber wenn ich Döner esse, dann bessere. Wenn ich jetzt einen random Döner essen würde, dann kommt es auf dasselbe Level. Also warum? Das Innere verblüfft mich. Saftig, nicht trocken. Nicht zermatscht. Nicht alles vollgesogen. Es kriegt eine 7,5 von mir. So besser als so mancher Dönerladen in München. Ich bin verblüfft. Fleisch, saftig, Mann. Wie die das alles bedacht haben und berechnet haben, dass sich das nach dem Backen innen perfekt ist. Shit, der ist lecker. Brot ist auch geil, Mann. Wild. Ah. Perfektes Beispiel dafür, dass dieser Aufbackdöner besser schmecken kann als irgendein random Döner. Der Döner war nicht so geil. Und Bubble Tea, boah, ich muss sagen, der schlechteste Bubble Tea aller Zeiten. Und ja, ich verstehe, wenn man die Fläche maximal ausnutzen will und irgendwas noch on the side anbieten will, aber haben diese Leute kein Gewissen im Sinne von, es muss doch einem selber schmecken, damit man es den Kunden anbietet. Naja, das war's von mir. Einem der schlechtesten Döner in München, dem schlechtesten Bubble Tea in München und dem Aufbackdöner. Wäre er billiger, für einen Fünfer würde ich mir den tatsächlich öfters gönnen. Aber naja, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die V-Stop, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem zweiten Kanal, der nicht aktiv ist, der Mine. Serious Business und ciao.